I got moves. Got fucking moves. And fucking. Muss also nur ausweichen, wenn es denn funktioniert. Na komm. Was trifft mich ja die ganze Zeit, ne? Naja. Das vereist ja alles. Pretty icy. Na, Schild weg. Oh, auf dem Boden. Hi, weg. Oh, schon wieder. Autsch. Das hat Schaden gemacht. Oh, von all meinen Flüssigkeiten muss ich noch mein Blut probieren? I see. Too bad Lily didn't get a second chance to make an idiot out of you. Beruhigen Sie sich. Oh! Your archaic weapon versus my essence. What a... Tja! Mal ordentlich ins Gesicht geschossen. Bin der Männer. Die ist immer noch am Leben. Oh Gott. Give me power. Give me power. So, wo muss ich denn jetzt lang? Ach, ich muss. Okay. Über 7 Brücken musst du gehen. 7 dunkle Jahre überstehen. Oh, shit. 7-mal. Fuck off. 7-mal wirst du die Asche sein. Aber einmal auch der helle Schein. Okay. Ich kann leider meine Energie nicht weiter aufladen. Aber alles cool. So, was kann ich hier machen? Ah, hier geht's weiter. Wow. Always keep your eyes open. Oh, hi. Und jetzt? You can see for yourself that you can't defeat me. Do you want to fight like this endlessly? If I have to. You know there's another way. I know what you really want. What was burning you from the inside before we even met. We can talk about gods, ideas, and lies. But you know the truth. It's all about one thing. You just want me to be your tool. I'm done being used. What does it all matter? If we open Zoothrar, all consciousness will cease to exist. I will be no better than you. You can make sense of your journey. You can be the one to end human suffering and bring eternal happiness to humanity. Do you really think there's something good waiting for you when you go back to your old life? You will feel the same pain, more visions, a longing for Lily, and a lust that cannot be satisfied. It will destroy you. My pain won't go away. I know that. But maybe that's the price I have to pay. You don't have to, Victor. Fuck me and let's open Zoothrar together. Let there be delight. So, was machen wir jetzt? Alle Tüte drüber und rein da? Oder doch eher... Ist doof. Was machen wir jetzt, Freunde? Was machen wir jetzt? Alle Tüte drüber oder... Sagen wir, nö. Ich habe Ansprüche. Und wir haben nicht alle Clowns gefunden. Nee. We did not. Also, Augen zu und durch, oder? Wir haben Ansprüche, ernsthaft? 2? Oh Gott, Freund, ernsthaft? Kann ich mal einen Mann hier lesen? Ganze Frauen sagen, nein! Du liebst sie ja nicht, deswegen kein Sex vor der Ehe und so. Okay, wollen wir 2 nehmen? Nehmen wir 2. You shall not pass. Okay, Christian hat 1. Ja, dann haben dich in dem Fall dann die Frauen.
Überstimmt. I'm sorry. I'm sorry. No fucky fucky. Right. Let's end this. You won't regret it. Na gut, wenn man jetzt mal aus der Nähe sieht, vielleicht doch gar nicht mal so schlecht. Hä? Machst du das trotzdem? War es nur ein Fake? In beiden Fällen hätten wir es jetzt Fuck. Das ist Penetration. Das ist Penetration, ja. Penetriert wurde er dennoch. That's all. Am Anfang war der Schmerz. Akzeptiere ihn und mache ihn zu deinem Gott. Er macht uns zu dem, was wir sind. Yes. I guess it's over. I think. So, let's have a look. Na komm, was wird denn jetzt noch geladen? Ich hab's jetzt platt gemacht. Ja. Ich hab's jetzt einfach platt gemacht. So, fortsetzen. Another day, another order. Wow. Same old. Aber es scheint mir nicht mehr ganz so gut gefüllt zu sein. Hier, diese Pharaonenstatue ist schon mal weg. Und viele, viele andere Sachen auch. Okay, gucken wir uns das mal an. Schließt die Bestellung für Miss Hudson ab. Die bestellt echt viel. Lesen. Sammlung der Tabakdose, Mondphasenfigur. Also die Sammlung japanischer Münzen, das haben wir, glaube ich, schon gehabt. Aber die anderen Sachen hat man nicht. Okay, let's take it then. Epilog, zurück auf Erden. Kann ich irgendwie Licht machen? Nö. Ach, ist das die Maske? Ist das das krasse Teil? Dass ich das mal zu anderen Sachen sage, außer dem Teil in meiner Hose? Das ist schon echt ein Wunder. Hello, my only friend. Hello, my only friend. Sexy Beaches. Emma Thompson. Karen Sanders. Okay. I see. So, das ist, glaube ich, die Tabakdose. Let's take it then. What do we have here? Nothing. Nothing of interest, at least. Stay tuned for the 6 o'clock news on LNRM Radio Station. Okay. Dann haben wir die Coinsammlung. 12 fatalities and over 100 people have been injured in the Ale Ridge bombing. The West Coast is threatened by mega tsunamis caused by global warming, says scientist at Bearton University. More race riots happening in the streets of Rivermore. 30 people were arrested. A deadly new virus mutation is growing rampant in South Asia. The Indian government has since introduced flight restrictions. All this and more coming up shortly. Also alles same old, ja, the world goes to shit. Okay, da bin ich ja zufrieden. Ich habe schon gedacht, es wäre jetzt hier irgendwie Weltfrieden. So, lege ich Gegenstände in die Kiste, das habe ich. So, muss ich es wieder anrufen? Ich muss es wieder anrufen, ne? Let's do it. Good afternoon, ma'am. I'm calling to update you on your order. Thank you, dear. Tell me though, when will you find yourself a nice girlfriend? I worry about you being alone over there. Mrs. Hudson, that's a difficult topic for me. Yeah. You can't be this closed off. You must have someone to live for. You'll see. You'll find someone better than Lily. Lily's dead. Oh. Ich habe so ein bisschen Vertrauensprobleme, deswegen habe ich es schwierig. Said it was a breakup. What happened? It was an unfortunate accident. I can't say anything else. How do you cope? Oh, God. Sorry. That's stupid of me to ask. Victor, I'm so sorry. It's all right, Mrs. Hudson. You couldn't have known. If only I could help somehow. You know, after my husband's passing, I began buying things that reminded me of him. That's why I've been ordering from your shop. I didn't know that. That explains a lot. I buy what reminds me of our best moments. Traveling.
music, his hobbies. It's worth coming back to that. And in a way, it soothes the pain for a short while. And what's your most beautiful memory? Your order is ready to be picked up. Victor, if I said something inappropriate... Goodbye. Goodbye. My most beautiful memory? She probably wouldn't like it. Sie ist solo, ich bin solo. Gut, sie ist halt ein bisschen älter, ne? Oh, neues Ziel. Schwelge in deiner schönsten Erinnerung. Oh, willst du mal ein bisschen... Sweet, sweet love gemacht? Kann ich hier überhaupt lang? Ist hier etwa Lily noch unterwegs? Oder Lily und Amanda? Also zumindest mal in ihrer alten Form. In ihrer ursprünglichen menschlichen Form. Okay. Ich glaube, ich muss hier weiter. Let's go then! Hä? Das ist jetzt genau das, was wir schon mal erlebt haben. Gut, das ist Erinnerung, ne? Hat er ja gesagt. You already told us. It's just a memory. Bring back memories, bring back. Oh, fill me up with power. So, dann mal kurz ja mal die Brücke wiederholen. Bin gespannt, was wir jetzt gleich noch sehen. Vielleicht kommt gleich doch nochmal ein Cliffhanger. Und Mackie, auch dir einen wunderschönen, guten Tag. Schön, dass du auch mit da bist. Mackie. Okay. Wo müssen jetzt lang? Noch ein bisschen Energie, oder? Hä? Ist noch hier was abgezogen? Na gut. Ist auch nicht so schlecht. Let's repair it. Oculus. Reparo. Oh. Oh, no, no, no. Oh Gott. Ich bin schon wieder nackt. Fällt mir gerade mal auf. Na, wenn wir jetzt wieder zu einem Winstling. Jetzt sehen. Oh Gott. Oh Gott. Ich fühle mich gerade so mega klein. Fußfetisch. Ah. Ich sollte mal wieder waschen. Ui, ja. Ich werde wieder größer. Dann habe ich gerade schweinische Gedanken. So. What is that? Das kennen wir doch. Das hat man doch schon mal. Zumindest mal einen Teil mit der ähnlichen Form. Gucken wir uns das nochmal an. Die Kammer der Verwandlung, geschaffen vom Intellekt des Allwissenden und der Idee der Ekstase, absorbiert Energie aus den anderen Welten. Sie überträgt ihre Kraft in die Ströme der Essenz von Lustga und verwandelt sterbliche Körper dadurch zur Heimstätte des Glücks. Geil! Klingt erstmal gut. Klingt definitiv erstmal gut. So. Gut, dass sie hier ganz, ganz kurze Wege nur gemacht haben, ja. Denn jeder weiß, der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten ist ja immer noch die Gerade, deswegen, das ist halt fast eine Gerade, wenn sie halt nicht geschwungen wäre. Something maybe like that. Sieht irgendwie jetzt komisch aus, oder? Wollen wir jetzt hier runterdackeln? Okay, Cutscene.
Das Wunder der Geburt. Oder auch nicht? Oder auch nicht? Sieht schon ein bisschen verstörend aus, das ganze Zeug. Ja, sehr viel Flüssigkeit, Schleim, was auch immer. Oh. Ja gut. Gibt wieder ein bisschen Ear-Licking ASMR. I see. Du sollst deinen Dödel nicht überall reinstecken. Mach, was du willst, ja? Es war bloß ein gut gemeinter Rat. The beginning of the end will come, and you will have to learn to come to terms with the way things are. If you win, you will only prolong your suffering. I know what you really want. What was burning you from the inside. Do you really think escaping the past is the best solution? Death is the only solution. Burning you from the inside. Stop, God. You don't understand. Quit. I just want to escape. It's time, seeing well. Absolutely. Okay. Charles Austerlitz verließ Bleakmoor mit den letzten überlebenden Mitgliedern der Scharlachroten Loge. Um weiterhin Menschen in Not zu helfen, gründete er eine Gemeinschaft zur Therapie Sexsüchtiger. Er taufte sie Rea. Die Gemeinde erwies sich als erfolgreich, was zur Gründung weiterer Ableger und einer gemeinnützigen Stiftung führte. Es gelang Austerlitz lange Zeit, seine eigenen Schwächen zu verbergen, bis 6 Mitglieder der Gemeinde bei der Polizei Anzeige erstatteten. Sie berichteten, von Charles belästigt worden zu sein, und er wurde daraufhin festgenommen. Die hatten auch noch danach noch Spaß. Mabel starb kurz nachdem Victor nach Sutra gegangen war, während Theodore auf das Paradies wartete, beschloss er, ihr eine letzte Ehre zu erweisen. Er nahm ihre Leiche und trug sie aus dem Anwesen, um eine würdige Grabstätte zwischen den Bäumen zu finden. Nachdem Theodore das Mädchen begraben und zu Lavabrak gebetet hatte, kehrte er ins Anwesen zurück. Er traf dort auf Victor, der verstört und voller Blut war. Der Sehende berichtete Theodore vom Schicksal Amandas, verließ das Anwesen und kehrte nie wieder zurück. Theodore war sehr betrübt, als er erfuhr, dass Sutra nicht geöffnet worden war. In den folgenden Tagen gab er sich seiner tiefen Trauer hin und beweinte die toten Mitglieder des Kultes und das Ende seines Traums vom Paradies. Amanda wusste, dass Victor sich von ihr abwenden könnte, falls Lillys Mörder ins Anwesen zurückkehrte. Deshalb befahl sie Jonathan, wie ein Eremit im Motel in Bleakmoor zu leben. Seinen eigenen Gedanken überlassen, fand Jonathan zu seiner früheren Leidenschaft der Architektur zurück. Außerhalb des Einflussbereichs des Kults und Amanda fand er einen Weg zurück ins Leben. Als sie ihn bat, sich heimlich mit ihr zu treffen, war er zunächst hin und her gerissen, entschied sich aber schließlich, es nicht zu tun. Als er Bleakmoor endgültig hinter sich ließ, atmete er nach langer Zeit zum ersten Mal frei auf. Diese Erleichterung hielt jedoch nicht lange an. Echos dessen, was er durchgemacht hatte, hallten durch seine Erinnerungen und ließen ihm keine Ruhe. Und das Bewusstsein dessen, was der Kult der Ekstase noch vorhatte,
Jonathan kehrte ins Anwesen zurück. Er war bewaffnet und entschlossen, das zu tun, was er von Anfang an hätte tun sollen. Theodore blieb alleine im Hauptquartier des Kultes zurück und erzählte Jonathan von Amandas Tod durch Victor. Diese Nachricht verstörte Jonathan tief und in einem Moment absoluter Verzweiflung erschoss er den Zeremonienmeister und brannte das Anwesen nieder. Schließlich kehrte er in seine Heimatstadt Pittsburgh zurück und begann dort ein neues Leben. Victor Holloways Geschichte ist zu Ende. Ihre letzten Echos werden noch erklingen, wenn die Zeit der Schmerzen endet. Okay, also ich glaube tatsächlich ist das sogar, also wir konnten ja ein paar Entscheidungen treffen und ich glaube, dass diese Entscheidung eventuell nochmal da den Ausgang zum Schluss hin bisschen beeinflusst hätten. Ja, wir hätten ja Jonathan erschießen können, dann hätten wir das gar nicht gelesen. Ja, den Austerlitz hätten wir ja auch erschießen können, dann hätte er die Rea gar nicht gegründet und so weiter und so fort. Ja, dennoch ein sehr, sehr eigenartiges Game. Gehe ich so mit d'accord? Ja, ich weiß nicht, also die Story, ich glaube, ist Geschmackssache. Ich glaube, die Story ist echt so ein bisschen Geschmackssache. Ja, sie haben auch sehr, sehr viel Input so nebenher gegeben, ja, über diese Gottheiten. Ich fand Lustgar, diese Gegend, sehr schwierig, sich da zurechtzufinden. Ja, die Szenen, wo man so in der richtigen Welt unterwegs war, das fand ich wesentlich besser. Fiebertraum hätte man es auch nennen können, ja. Vielleicht auch so. Ja. Ich weiß nicht, das ist... Also die Story hätte man definitiv besser machen können. Ja, Erotik-Horror hin oder her. Vielleicht kann man da auch so ein bisschen eine Analogie herleiten. Ja, bei Filmen, wenn die nicht ganz so gut sind, werden halt auch einfach mal ein paar Titties gezeigt. Vielleicht bei Games auch. Ich weiß es nicht. Also meins war das Game absolut nicht, aber du hast es super rübergebracht und mega gemeistert. Dankeschön. I tried my very best. Auch wenn ich an mancher Stelle so ein bisschen eventuell länger gebraucht habe. Ja, vielleicht habt ihr ja schon die Türen und alle möglichen Sachen, wo ich da so ein bisschen nachgesucht habe, früher gesehen. Habt ihr euch nur gedacht, so Alter. Ja, sieht ihr das nicht? Muss denn mal wieder zum Augenarzt? Vielleicht. Maybe. Ja, aber effektiv war ja jetzt kein offenes Ende da. Ja. Der einzige, der noch effektiv da ist, der von diesem Kult ist, ist ja der Jonathan. Ja, wobei den hätten wir ja auch erschießen können. Dann wäre er nicht mehr da gewesen, dementsprechend hätte sich das Ende geändert. Na? Die Frage ist bloß, in welche Richtung. Wobei, wir hätten auch nochmal die Richtung haben können, wenn wir die Amanda nochmal ein bisschen, also nicht getötet hätten, sondern ne, andersrum, hätten wir wahrscheinlich auch nochmal eine andere Story gehabt. Ja. Also wir konnten, glaube ich, effektiv drei Entscheidungen treffen. Ich weiß nicht, wir hätten ja auch noch so Nebenquests, die wir hätten auch noch machen können. Ich weiß nicht, inwiefern die Nebenquests da nochmal die Handlung geändert hätten. Ja. Aber ich glaube, dass wahrscheinlich die drei Entscheidungen, ja, also entweder Jonathan töten, den Austerlitz töten, beziehungsweise Amanda töten. Ich glaube, dass das so die drei Grundpfeiler waren, wie das hätte dann anders enden können. Ich freue mich auf Hugo bei dir und noch mehr auf The Quarry. Das wird wieder ja, auf The Quarry freue ich mich auch definitiv, einfach weil es ein Entscheidungsgame ist. Bei A Plague Tale, ich glaube, da gab es ja nichts großartig zu entscheiden. Ja, da freue ich mich natürlich auch drauf, aber auf eine andere Art und Weise. Ich mag immer so Entscheidungsspiele und im besten Fall weiß man schon vorher, dass die Entscheidungen, die man trifft, noch eine gewisse Auswirkung haben. Ja, bei dem Spiel wusste ich jetzt nicht, okay, wenn ich jetzt erschieße oder nicht erschieße, hat das jetzt noch eine Auswirkung? Weiß man nicht. Ja, weiß man nicht. Naja.
Ja, jetzt haben wir natürlich die Fortsetzung gespielt. Ich gehe mal davon aus, ich hoffe, dass ihr damit auch d'accord geht, dass wir dann den Vorgänger Last for Darkness war es, glaube ich, dann nicht mehr im Spiel zeigen. Ja, ich werde auch nicht, werde ich glaube ich auch nicht extra für YouTube aufbereiten. Ich glaube, den Teil jetzt gespielt zu haben, ich glaube, es ist ausreichend. Oder? Ich glaube, es ist durchaus ausreichend. Ah. Was ist denn das? Sind das alles Leute, die es getestet haben, oder was? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Special thanks, maybe. I don't know. Da fällt mir auch noch ein, über Christian. Ich hatte morgen bei Instagram was hochgeladen, da wollte ich die eigentlich taggen, ging aber nicht. Ja, aber fühl dich imaginär getaggt. Wäre nicht schlimm, wenn du es nicht spielst. Ja, gehe ich stark von aus. Es gibt noch ein... Ja, ja, das wäre der Vorgängerteil. Ja, das ist jetzt Last from Beyond. Zumindest, wenn ich das richtig verstanden habe, ist Last from Darkness oder Last for Darkness ist, glaube ich, der Vorgängerteil. Ja, ich weiß nicht, ob effektiv das so heftig storytechnisch zusammenhängt. I don't know. Muss nochmal schauen, was du meinst. Kannst du gerne machen. You can totally do that. Was sind das jetzt alles für Namen? Hat da jemand drauf geachtet? Oder sind das alles so Supporter? Quasi über Crowdfunding oder sowas ging. I see what you did there, yes. Victor? 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 Fuck! The man is his greatest hope. Now with a hole in his head. We're getting the hell out of here, right? Search for the mask. It has to be around.